Okay. So, Moment. Da geht's nicht hoch. Auch gut. Jetzt sind wir wieder hier. Ein Strudel. Etwas wird reingesogen. Okay. Es bleibt spannend. Der beste Teil. Da bin ich mal gespannt. Der Senpai. Welchen Teil finde ich besser? Also... Wie soll ich jetzt sagen? Also rein vom Verständnis her den ersten. Da habe ich so einigermaßen gecheckt, was da jetzt eigentlich passiert ist und was wie wo. Hier weiß ich es jetzt noch nicht genau. Hier weiß ich jetzt, dass irgendwelche Kinder Pirat spielen oder gespielt haben. Ich weiß, dass der Charakter, den ich spiele, wohl so eine Art oder halt Schauspieler ist oder sein soll. Und der Regisseur des Films wohl auch ein ziemlich harter Brocken ist, also mit ziemlich penibel und weiß nicht genau. Also für mich kommt Teil 2 jetzt in dem Moment nicht ganz an Teil 1 ran, muss ich sagen. Auch jetzt schon wegen der Spiellänge, weil Teil 1 war deutlich kürzer. Das hat ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Flow auch gehabt, ein bisschen mehr... Also ging halt einfach ein bisschen zügiger rum und man hat das Gefühl gehabt, man kommt ein bisschen besser voran. Hier hat es jetzt schon so ein, zwei Stellen gegeben, wo ich auch des Öfteren gestorben bin und das Gefühl hatte, das zieht sich ewig so hin. Also ich tendiere dann doch eher zum ersten Teil. Dann doch, ja. Wobei das natürlich hier noch umschlagen kann, ne? Wenn es nachher nochmal richtig Bombe wird, kann ja sein, so richtig schön. Oder halt so richtig schön gut, sagen wir mal. Dann kann man da durchaus nochmal drüber streiten. Grundsätzlich finde ich dieses Schiffssetting jetzt nicht so toll, aber es ist halt so. Bin ja auf dem Schiff die ganze Zeit. Obwohl es viel, viel größer wirkt durch die ganzen Räume, die hier sind. Aber es sind ja alles Kajüten irgendwo. Ja, da hat mir so dieses Landhaus-Setting schon ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Auch dieses Grau in Grau hier, da war das erste auch bunter. In Anführungsstrichen bunter. Ja. Viel detaillierter kann ich es jetzt auch nicht ausführen. Wir können nicht länger bleiben. Ja, okay. Office, Büro. Dann gehen wir ins... Wenn es mal aufgeht. Wenn es denn aufgeht, gehen wir ins Büro. Und mal wieder ist da der Ladebildschirm. So. Und hier liegt wieder was? Ich höre Stimmen. I know. Henceforth I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. I can be whoever I choose to be. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Es war tatsächlich, am Ende war es dann auch so ein bisschen, da wusste man auch teilweise, ja genau, das erste, der erste Teil, da wusste ich dann teilweise auch nicht mehr, was soll ich denn jetzt noch machen, dann hat man auch das Gefühl gehabt, sie wollen es noch irgendwie strecken auf den Schluss hin, ja, das war tatsächlich so. Aber im Großen und Ganzen trotzdem immer noch so einen kleinen Ticken besser, aber das ist sicherlich auch Geschmackssache, weil mir halt, wie gesagt, eben dieses Landhaus-Setting ein bisschen besser gefällt. So. Da lang zeigt der Pfeil. Jetzt. Also. Pfeile zeigen in drei Richtungen. Ich war ja nun schon. The Office. Ist das The Office? Das Büro. Haben wir jetzt das? Aber Moment, Moment. Ich kann hier auch lang gehen. Pfeile zeigen in drei Richtungen. Das könnte ja durchaus bedeuten, dass hier irgendwie noch was ist. Und ich bin geneigt, das rauszufinden. Hier haben wir vorher ein Filmplakat rausgeholt aus dem Raum. Ich weiß gar nicht, ob du da schon da warst. Ich glaube nicht. Hätte ich fast übersehen. Hier wird dieser Kreis
Okay, diese Spirale hier an der Tür wird immer größer, die war vorher noch kleiner. Ich habe die Vermutung, dass das, nachdem ich jetzt im Büro war, möglicherweise die nächste Tür ist, in die ich rein muss. Und wenn ich Glück habe, sogar die letzte Tür in diesem Akt. Da liegt was. Sehr schön. Gut, dass ich nochmal hier war. Zum letzten Mal. Ich werde den verfluchten Projektor nicht ersetzen. Es ist deine Aufgabe, ihn am Laufen zu halten. Also hör auf, dich zu beschweren und mach deine verdammte Arbeit, solange du sie noch hast. Ja, da scheint jemand Probleme mit dem Job zu haben, ne? Okay, jetzt habe ich vielleicht sogar schon durch die letzten ein, zwei Male da, die ich nicht in den Keller gegangen bin, schon was übersehen. Möglicherweise. Okay, hier sind wir wieder unten. Hier ist immer noch ein Kreuz. Kreuze heißen ja normalerweise, geh da hin, ne? Aber ist hier nicht der Fall. Vielleicht bin ich gar nicht der Schauspieler. Vielleicht bin ich nur jemand, der für die Requisite zuständig ist oder für irgendwelche, für die Kamera, den ich hier spiele, ne? Weswegen dieser Projektor da jetzt gerade thematisiert wird, den man nicht richtig in der Lage ist. Oder war zu warten. Hier fehlen nach wie vor Gesichter. Um jetzt auch mal wieder drauf zu gucken. Ich kann ganz schön ein Stück zurückgehen, stelle ich gerade fest. Es ist vielleicht Hallöchen. Ein Schild. Und ich nehme diesen Schild. Okay. Oh, jetzt bin ich ja. Oh, ich bin ins Büro gegangen, ne? Wollte ich noch gar nicht hin. Ist egal. Was ist da noch? Da ist wieder eine Schiefertafel mit einer 11 drauf. Wir hatten vorher schon eine Schiefertafel mit einer 11 drauf. Da war dieses Bild allerdings noch nicht so deutlich, wenn ich mich jetzt recht. Das war auch ein Bild. Okay, also auf jeden Fall hatten wir vorher schon mal eine Schiefertafel, da war nicht die deutliche Silhouette eines Mannes, würde ich jetzt mal sagen, drauf. Auf jeden Fall nehmen wir das auch. Da vorne liegt auch noch was. Ein Stecker für eine Steckdose. Das heißt, wir suchen eine Steckdose. Da ist eine Steckdose. Ja, Moment. Ist das noch ein Schild? Ich muss irgendwas bauen, habe ich das Gefühl. Ich muss irgendwas zusammenbauen. Stecker kriege ich jetzt nicht mehr raus. Moment. Das ist ein Schalter nur. Okay. Gibt es auch wieder, ja? Wobei dich das richtig verfolgt. Also hier. Ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll. Das Mädchen erwähnt hier ja des Öfteren den Begriff der schwarze Wanderer. Man wird tatsächlich des Öfteren hier von einer schwarzen Kreatur verfolgt. Die rennt tatsächlich hinter dir her. Also im Fall von Layers of Fear 1 war es ja so, dass es gewisse Stellen gab, an denen die Frau war. Aber es gar nicht die Option gab, jetzt wegzurennen oder so. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Und im Prinzip, man ging ja auf sie zu und wurde dann attackiert. Aber wirklich hinterhergerannt ist sie einem ja nicht. So dass man hier durch Gänge, Treppen runter, Treppen rauf, Tür auf, Tür zu und so flüchten musste. Sowas gab es ja da nicht. Okay, also ich habe einen Stecker reingesteckt, ich habe diesen Knopf gedrückt. Es sieht mir so aus, als könnte ich jetzt hier auch so nichts weiter machen. Außer da drauf zu steigen. Okay, mir fehlt noch was in der Mitte, ne? Ganz offensichtlich. Also ich muss hier noch irgendwas suchen. Kann ja nicht weit sein.
Genau. Sehr schön. So, tut sich nun was? Auch nicht wirklich, ne? Ah, muss ich da drauf jetzt vielleicht? My brother. He was always there. Following in my footsteps. Oh Gott, ich muss steuern. Silent. Smiling sadly, like a warm shadow. Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town. Okay, ich hatte offensichtlich auch von den Teilen erwischt, ich weiß nicht. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. Okay, ich muss sie immer mehrmals betätigen. Alter. Und die ganze Zeit, da ich dachte zu leben, da lernte ich zu sterben. Ja, das habe ich auch gelernt. In diesem Spiel. Okay. Also, ich muss da was steuern. Das ist nicht wirklich leicht. Da muss ich mich jetzt kurz dran gewöhnen. Ah, okay. Ich muss gar nicht mehr drauf klettern, bin jetzt schon drauf. Okay. My brother. He was always there. L oder R zum Steuern. Following in my footsteps. Silent, smiling sadly. Like a warm shadow. Always there, but never really present. Sometimes. Ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit irgendwie getroffen, ne? We'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him. To make a thousand hearts bleed, a thousand heads turn, a thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer, dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime, a light on the horizon, a flame to cool his own. Yes, he had it in him. To make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. But never mine. Never mine. There we were. Dreaming our souls away into the night sky. When we could Scheiße. Almost reach out and take it. A cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something. Okay. So hier. Das war jetzt nicht schlecht. Es ist bloß blöd, man muss sich ja so darauf konzentrieren, diesen Meteoren da auszuweichen. Ich habe jetzt zwar zugehört, aber nicht lesen können, die Untertitel. Deswegen ich nicht so wirklich viel verstanden habe. Aber es hat sich wohl etwas Bösartiges in ihr Leben geschlichen. Oh no! What will the Black Wanderer do now? Da werden wir gleich erfahren, was er jetzt tut. Don't worry. One day we'll get to see how it ends. Badezimmer. Eines Tages sehen wir, wie es endet. Okay, dann gucken wir weiter.
Aber der Akt 3, der flutscht ganz schön, muss ich sagen. Also der läuft. Akt 2 war ja dann doch relativ. Naja. Was hat jetzt gebimmelt? Okay, egal. So, wir sind wieder hier. Hier liegt jetzt was. Birth und Death, also Geburten und Tode. Oh Gott, könnt ihr die Schrift bitte noch kleiner machen? Was zur Hölle? Ja, dazu muss ich fürchte ich aufstehen und ein bisschen näher an den Fernseher herantreten. Das kann ich von hier aus nicht lesen. Das wird ja immer schlimmer. Dann mache ich das mal kurz und lese vor. Ich erscheine dann sofort wieder im Bild, wenn ich das gelesen habe. So, also. Geburten. Herr und Frau Abram haben am Samstag, den 3. Februar um 23:30 Uhr im St. Bartholomew's Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Herr und Frau Hopkins haben am Sonntag, den 4. Februar um 16:30 Uhr in St. Thomas Hospital einen Sohn zur Welt gebracht. Herr und Frau Burns haben am Sonntag, den 4. Februar um 2 Uhr im St. Bartholomew's Hospital einen Sohn zur Welt gebracht. Okay. Herr und Frau Wilkes haben am Montag, den 5. Februar um 6 Uhr im Royal Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Okay. 16:30 Uhr, 2 Uhr, 6 Uhr. Zweimal. Da ist zweimal das St. Bartholomew's. Einmal Tochter, einmal Sohn. Schauen wir mal die Tode weiter an. Also diese, ich erkenne da schon vielleicht einen kleinen Zusammenhang bei den beiden Geburten im St. Bartholomew's. Kann mich allerdings auch völlig täuschen. Bei den Toten haben wir Anderson. Geliebter Sohn kam am 3. Februar um 18 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Dienstag um 14 Uhr, Friedhof Highgate. Burns, geliebte Ehefrau, Mutter zweier Kinder, kam am 4. Februar um 2 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Mittwoch, den 7. Februar um 14:30 Uhr. Burns. Das heißt, sie ist bei der Geburt ihres Sohnes gestorben, würde ich jetzt mal mutmaßen. Green. Geliebter Ehemann kam am 5. Februar um 8:30 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Donnerstag, den 8. Februar um 13 Uhr, Friedhof Highgate. Miller, geliebter Ehemann und Vater, kam am 3. Februar um 22 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Dienstag um 16:30 Uhr, Friedhof Hempstead. Okay. Hier haben wir wieder zweimal den Friedhof Highgate. Was uns allerdings, glaube ich, am meisten interessiert, ist die Frau Burns, die, so wie es mir den Anschein hat, um 2 Uhr morgens bei der Geburt ihres Sohnes, ja, demselben erlag. Würde ich jetzt mal, wie gesagt, einfach mal so da rein interpretieren. Nicht? Ja. Also, Mutti gestorben. Bei den, ich kann es von hier aus wieder so gut wie überhaupt nicht lesen. Es ist unglaublich. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich will mich ja nicht beschweren. Aber auf der einen Seite sollst du einen gesunden Abstand vom Fernseher haben, wenn du Fernsehen guckst. Ja, irgendwie das Dreifache der Bildschirmdiagonale. Aber wenn du das hast, dann kannst du nicht mehr lesen, was da steht. Das ist doch Humbug. Auf jeden Fall ist die Frau Burns tot. Der Sohn. Wissen wir nicht. Frau Burns ist bei der Geburt ihres Sohnes sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gestorben. So. Im Keller war. Waren wir im Keller? Nee, waren wir noch nicht, denn wir haben ja jetzt gleich den Zettel hier gelesen. Die Tür, also das Kinderzimmer ist jetzt zu. Das Office, also das Büro, da waren wir zuletzt, ist jetzt auch zu. Da waren wir auch schon, das ist jetzt zu. Das heißt, uns bleibt jetzt am Ende tatsächlich nur noch der Weg nach unten zu der Tür mit der Spirale drauf. Und jene Spirale wird jetzt wahrscheinlich
vielleicht noch größer sein oder aber weg. Ich meine, sie ist etwas größer. Es geht nach wie vor in den Keller runter, was absolut nichts bringen dürfte. Es sei denn, da liegt jetzt was. Da liegt jetzt was. Eine Zitrone, die wir nehmen. Jetzt hat das Bild mal ganz schön hell aufgeflackert hier in Gelb. Hat die Zitrone irgendeinen besonderen Stellenwert? Das Radio ist wieder an hier unten. Auf dem Tisch hier liegt jetzt nichts. Ich verstecke mich mal wieder hier, weil gleich kommt es hell, genau. Baumhaus. Ich muss wieder weg. So. Also die Tür wäre jetzt noch. Jetzt ist die geöffnet. Und wir können den Raum betreten. Allerdings sieht es so aus, als bekämen wir da ein Problem. Nee, vielleicht auch nicht wirklich. Und schauen wir mal. Die Tür ist auch. Ah ja, gut, das ist ja unser Räumchen, ne? Ja. Hier ist jetzt auch nichts Neues drin. Nein. Warte, 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 warte. Die ist verschlossen. Weil ich die jetzt schon geöffnet habe. Oder so? Das mit der Spirale, das hat irgendwas zu bedeuten. Natürlich. Jetzt habe ich die Tür schon aufgemacht. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht mehr aufgeht. Vielleicht geht sie aber auch gleich noch auf. Wir werden sehen. Die ist jetzt zu und wird nie wieder aufgehen. Natürlich. Ja. Ja, ist so doof, ne? Aus Frust drehe ich mal das Wasser überall auf, ne? Wie immer. Dann müssen wir uns wohl damit mal auseinandersetzen hier. Ich gehe da mal rein. In der weisen Voraussicht, dass es da reingeht. Ja. Wasser. Was haben wir da? Spiegel. Alles klar. Also gut, jetzt gucken wir mal weiter. Aber allem Anschein nach, vermute ich, habe ich mir den vielleicht besseren Weg verbaut, indem ich mir jenen hier schuf. Ich komme hier aber nicht weiter. Was ist denn nur los? Was geht? Da liegt was. If you want to make it to the end, just remember. The monster can be scary, but it's sad too, because at the end of the day, it's just as lost as we are. Okay. Also das Monster mag erschreckend sein, aber es hat genauso, beziehungsweise es ist genauso einsam wie wir. Ja, den Rest vom Text habe ich leider vergessen. Ich hoffe für euch, ihr habt gelesen. Also, das lässt er liegen. Oder lassen wir liegen. Diese Tür ist verschlossen. Da ist. Da kann man reingucken. Ah ja, klar. Okay.